Hallo, YouTubers und herzlich willkommen in Kingdoms of Amalur: Reckoning. Folge 34 müssten wir mittlerweile sein und möglicherweise die letzte, wir werden sehen. Denn wenn das wieder ruckelt, geht mir das auf den Keks. Dann spiele ich lieber offscreen und ohne Aufnahme. Der Bekloppte steht uns immer noch zur Seite, also was soll's. Schauen wir mal, was jetzt kommt. Dritte Folge dieser Woche müsste das sein, wenn ich immer noch im Wochenmodus bin, aber irgendwie im neuen Jahr, das für euch ja schon sein müsste. Das fanden die nicht lustig da unten. Na dann. Ach nee, macht ihr euch mal gegenseitig fertig. Das passt mir schon ganz so. Dreht er sich um und läuft weg, ich fass es nicht. Bleib frei liegen, Kumpel. Bums und Ruhe. Na endlich. Juwelenbesetzte Armreif. Sowas nehme ich gerne mit. Das wiegt nichts und bringt viel Kohle. Es sollte viel mehr juwelenbesetzte Armreife in Videospielen geben. Tschüss, was haben wir hier? Naja, besser als nix. Aga, du stehst schon wieder blöd rum irgendwo. Das gefällt mir so gar nicht. Ich gehe dann schon mal weiter. Wir sind fast da. Oder zumindest dort, bis wohin ich euch bringen kann. Ach, haust du dann wieder ab, ja? Wird's dann wieder gefährlich? Darf ich dann wieder alleine ran? Blödes. Egal. Ich habe das hier gesehen. Diesen Moment. Es tut mir leid, meine Liebe. Weiter kann ich euch nicht bringen. Ist schon klar. Das überrascht mich jetzt nicht unbedingt, muss ich sagen. Ich wollte zur Seite ausweichen und nicht nach vorn. Ist mich jetzt verscheißern? Okay, das war jetzt nicht unbedingt erfolgreich. Nächster. Nein, habe ich gesagt. Aga, du brauchst mir echt eine Nummer zu lange dafür. Nein, blocken ist gut. Blocken ist immer gut. Seht ihr? Genau deshalb. Oh, das hat sogar mich gekratzt gerade. Ich werde niemals 100% erreichen. Für mich. Weise Ruhe, danke. Ich bin noch am... Er sollte eigentlich... Habt ihr auch nur die geringste Vorstellung, was ihr da getan habt? Mit welchen Mächten ihr euch einlasst? Nee, die Bohne. Ich weiß, dass ihr kein festgelegtes Schicksal besitzt. Aber das hier geht weit darüber hinaus. Ihr nehmt ihren Schicksalen die Macht. Ihr verändert die Schicksale aller, mit denen sie zu tun haben. Euretwegen gibt es Taten, die ihr nicht vollbringen wird. Kinder, die ihr nicht zeugen wird. Opfer... Die nicht sterben werden, wenn sie es sollten. Das bestimme immer noch ich. Ja, dessen bin ich mir bewusst. Aber niemand kann sagen, welchen Schaden ihr anrichten könntet, wenn ihr nicht vorsichtig seid. Ihr seid weitaus gefährlicher, als ich angenommen hatte. Ja. Wir müssen euch umgehend zum Theater des Schicksals bringen. Na denn. Gehen wir schon mal weiter, ne? So, wo geht's hier lang? Gibt es was zu ernten? Das mit der schwächeren Rüstung, ich bin beeindruckt. Notiz an mich, beim nächsten Level-Up aufpassen, was da auswählst, du Idiot. Wieder keine Regenz hin? Wir sind wie immer sehr überrascht.
Das ist jetzt aber der richtige Weg hier. Ja, scheinbar. Was gibt's hier? Keine Ahnung, aber ich komme hier rein. Ah, sowas gibt's hier. Dann her damit. Gibt's da drüben auch noch was? Jawohl. Schnell von einem Raum zum nächsten, ein bisschen plündern. Die Zeit haben wir noch in der Aufnahme, noch läuft ja alles flüssig. Könnte es wohl doch noch ein paar Kingdoms auf Amalur Folgen geben. Auch wenn das echt funkelig aussieht. So, wo jetzt hier? Wie schön. Habe ich vergessen vorher zu speichern? Ja. Speichern. Jetzt aber. Ah. Inventar? Was gibt's Neues? Plunder. Wow. Hat zwar eine Fassung, aber trotzdem. So, was haben wir hier denn noch? Kann ich immer noch nicht. Volltrefferschaden, Körperschaden, das hier. Das schon. Ach, komm weg nicht. Plunder. Oh. Und bei Rüstungswaren ja 38. Oh nee, das möchte ich eigentlich nicht verlieren. Ist ja doch etwas hart. Sag mal. Oh. Mhm, schön zu wissen. Also die Gamaschen 38 und die Gewachten 53. Das ist natürlich nicht mehr zurück. 5, danke. Und weiter jetzt. Und nach rechts, richtig? Ja. Erstmal orientieren hier, bevor ich sinnlos durch die Gegend renne. Na kommt, einmal wagen wir es noch den Versuch. Keine Regenzin. Wow, Sativa-Fasern. Ich habe was geerntet. Muss ich dringend noch 20 Punkte reinstecken, bis ich dann jede hundertste Pflanze ernten kann. Hm. Das wollte ich nicht vermachen. Was ist eigentlich? Wie komme ich auf dieses dämliche Rad? Egal. So gefällt es mir immer drüber. Na, aus dem Schicksal kommt nämlich niemand. Am allerwenigsten hier. Achso, jetzt wollte ich ja wieder links verbrücken. Das ist natürlich sehr dämlich, wenn man das so macht. Aber ich kann das bestimmt so zusammenschneiden, dass es unglaublich clever wirkt. Du kannst mich hier nähern, danke. Nicht nur, weil es extrem unfotogen ist. Na komm, komm noch einen Schritt näher, jawohl. Nächster Nähe, Brutzel macht Spaß. Schuhe des Blitzschildes, Dankeschön. Weichkrabbelpulver kann man nie genug von haben. Ein paar Sativa-Fasern. Und ein Megaschwert, komm. Primitive Eisenklinge, wollte mich verscheißen. So, ich hatte gesagt Blitzschuhe oder so, ne? Mana-Reaktion, Blitzresistenz. Bleiben wir dabei. Dum, 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 dum.
Gibt's da vorne schon wieder? Was ist denn gerade noch hinter mir? Egal. Tür auf! Da ist noch mehr drin. Theater des Schicksals. Ich hätte nie gedacht, es mal mit eigenen Augen zu sehen. Und wenn jetzt nochmal ruckelt, ist es das Schicksal des Theaters, das sage ich dir. Alles, dann nehme ich die letzte Folge, die ist da. Jag ich euch in Angst, ey. Naja. Also. Wer zum Geier schießt hier schon wieder mit Kugeln? Ja, wenn ich schon hier stehe, dann dich auch gleich noch. Ach, ich habe ganz vergessen, wie viel Spaß das mit Deutschen macht. Und außer nichts, nee, Wurzel. Und unten war. Du kümmerst dich um den da hinten, Dankeschön. Reparaturkit kann man immer gebrauchen. Ich mache gleich noch. Mein Gott, Agat, muss man denn alles für dich machen? Komm, los geht's hier. Oh, noch eine Pflanze, die ich nicht ernten kann? Natürlich nicht, warum auch? Was gibt's hier? Egal, Rainer. Hübsche Gegend. Muss ich jetzt mal eiskalt so sagen. Macht was her. Geh weg, hier blöde Einblendung. Ja, könnte glatt ein Thumbnail sein. Aber es ist zu dunkel, der Hintergrund. Wir Schicksalsweber haben die Macht dieses Ortes nie ganz verstanden. Mhm. Es gibt offenbar so einiges, was wir nicht verstehen. Ja, das habe ich schon länger gefühlt. Oh, was bist du denn da? Bei den Göttern, ich hätte noch eine Flasche mitnehmen sollen. Ich tippe mal darauf, dass wir jetzt was hier brauchen. Sonst wird es doch etwas eng. Im Gemächt oder so. Oh, vielleicht bleibt mal. Du denn da noch? Nee. Stehe ich hier nicht so drauf. Ja, fall runter, komm. Na gut, ich kann nur hier runterfallen, warum soll ich hier runterfallen, ne? Gibst du das wäre etwas unfair. Ja, ist gut jetzt, danke. Danke fürs Zugriffen. Ich habe gerade gesagt, wir kriegen jetzt. Du bist völlig falsch richtig. Okay, Abwehr bringt bei euch nicht ganz so viel, stelle ich fest. Aber das auf jeden Fall. Danke. Es liegt nicht. Es kommt nicht überraschend, dass ein Iskaru den Weg zu diesem Ort der Macht gefunden hat. Alles an diesen Ruinen ist allein auf diesen Raum ausgerichtet. Und der Schicksalsstein... Der Schicksalsstein. Mit seiner Hilfe lehrten die Feien die Schicksalsweber... Die Antworten auf die verborgensten Geheimnisse des Steins. Ehrlich, YouTube, es geht euch das Gequatsche nicht genauso auf die Keks wie mir. Auf den Stein. Vielleicht finden wir dann auch Antworten auf irgendwie ist das hier so ein besseres Hack and Slay. Die Niskaru sind abscheuliche Kreaturen des Chaos und der Verderbtheit. Sie hassten die Errati. Aber im Gegensatz zu ihnen suchen die Niskaru unsere Welt noch immer heim. Glücklicherweise wurden die meisten aus den Feienlanden vertrieben. Aber tief unter der Erde lauern noch immer einige von ihnen. So. Na, was darf ich denn jetzt mehr machen? Legt einfach eure Hand auf den Schicksalsstein. Er wird mir zeigen, wie ihr in das Gewebe des Schicksals passt. Ja. Leg da einfach mal deine Hand drauf. Ich glaube, die Sprüche kenne ich schon. Das war Plünder. Gibt's noch irgendwas, was wir Plünder kennen? Sieht nicht so aus. Na dann doch. Schicksalsgedöns. Vielleicht in der nächsten Folge? Nein. Kodex des Schicksals. Also. Der Schicksalsstein ist bei eurer Berührung zerbrochen. Und alles um euch herum, das Gewebe des Schicksals, löst sich auf. Und dort, in seinem Innersten, befand sich der Kodex des Schicksals. Jenes Wissen,
mit dem die Feien den ersten Schicksalswebern halfen, die Beschaffenheit des Gewebes zu verstehen. Begreift ihr denn nicht, was das bedeutet? Nicht die Bohne. Bedeutet das denn was? Ha, das ist nur ein geringer Preis für den Kodex des Schicksals. Wenn wir eine Möglichkeit finden, ihn zu lesen, könnte er uns dabei helfen, etwas über euch herauszufinden. Aber im Moment müsst ihr nur eines begreifen. Ihr ändert das Schicksal aller, denen ihr begegnet. Und das könnte euch mächtiger machen als alles andere, was je diese Welt betreten hat. Das klingt doch nach etwas, was mich interessiert. Nein. Ihr könnt noch immer sterben oder scheitern. Aber das Schicksal zwingt euch sein Gewebe nicht auf. Euer Geschenk ist die Freiheit. Für euch und alle, die euch umgeben. Ja, dann hau jetzt ab. Tschüss. Das bedeutet, ich schulde euch ein... Sekunde. Was war das? Es kommt nicht mehr. Vernichtet die Abscheulichkeit im Namen Gottflohs! Oh, endlich mal Hilfe. Die kenne ich doch. Hallo, hübsches. Na dann, rauf und rauf und einmal wieder drauf und eigentlich machen wir das Thema durch. Das dürfte lustig werden. So. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt können wir ein bisschen drauf losschlagen. Jagen, schlagen, was auch immer. Hauptsache tot. Einer am Leben? Nein? Hier ist mal drauf. Komm her. Mal alle gleichzeitig tot. Du kommst doch nicht mal hier unten an, bis ich die alle schon tot habe. Ich fasse es nicht mehr. Ist noch einer am Leben? Muss ich noch einen töten? Jetzt aber. Ich ahne schon. Oh, scheiße. Drücken müsste ich auch mal. Verdammt, das war so knapp. Und das Ganze ohne Ruckeln. Wow. Wer seid ihr? Woher wissen wir, dass ihr nicht gemeinsame Sache mit den Tuatha macht? Es kümmert mich nicht, ob ihr mir vertraut. Ich bin mehr an eurer Freundin hier interessiert. Das höre ich doch gerne. So wie ich das sehe, hat die gerade einen von denen ermeuchelt, ne? Und so. Das fasse ich schon gut auf. Das nehme ich schon recht freundlich, wa? Alin Shirl heißt das. Ich bekomme langsam den Eindruck, dass euch diese Tuatha nicht besonders mögen. Woran könnte das wohl liegen? Was meint ihr? Ihr seid immerhin in der Lage, das Schicksal der Welt zu verändern. Wer würde euch da nicht auf seiner Seite haben wollen? Schleimst du dich schon ein? Ich bin mir nicht sicher, aber sie waren gut informiert, was euren Aufenthaltsort betrifft. Sie sind von Didenhil direkt hierher gekommen. Allerdings sind sie nicht annähernd so interessant wie ihr. Vor allem jetzt, wo sie tot sind. Ja, nun bin ich an der Reihe. Warum seid ihr hier? Ich habe nur auf dich gewartet. Ha, nur Dummköpfe wollen die Zukunft kennen. Wer liest denn schon vorher das Ende eines Buches? Richtet eure Aufmerksamkeit lieber auf die Gegenwart. Wie zum Beispiel diesen Kodex, den ihr gefunden habt. Unsere Scholaren dachten, sie seien alle aus dieser Welt verschwunden. Aber ihr steckt einfach voller Überraschungen. Viel Glück damit, ihn zu begreifen. Ihr habt es hier mit Feienwissen zu tun und sie besitzen nicht einmal eine geschriebene Sprache. Ihr Wissen ist einfach in den Stein eingebettet. Unsichtbar für die Augen Sterblicher. Ja, dann riskiere ich mal einen Blick, würde ich sagen. Warum sollte man sich mit den kleinen Fischen aufhalten, wenn in den tiefen Gewässern doch deutlich interessantere Geheimnisse waren? Machst du mich gerade an? Hinter dieser Sache steckt mehr, als euch bewusst ist. Ich habe zwar keine Antworten für euch, aber ich kenne jemanden, der sie euch vielleicht geben kann. Trefft euch beim Haus der Balladen mit mir, wenn ihr soweit seid. Ich bin mir sicher, die Feinen würden euch gerne kennenlernen. Macht euch auf den Weg. Lauf doch nicht davon. Ich habe doch noch mehr vor mir. So, hier ist ein kaputter Stein, den wir nicht mehr brauchen. Was machst du schon wieder vom Quatsch? Wir können ihr nicht trauen. Ich bin noch nie einem Dokalfa begegnet, der mir eine klare Antwort gegeben hätte. Nicht einmal mit einem Schwert an der Kehle. Anwesende natürlich ausgenommen. Trotzdem hatte sie nicht Unrecht, was diesen Kodex betrifft. Seid einfach vorsichtig, wenn ihr irgendeinen ihrer Ratschläge befolgt. Und trotz allem können wir diese Tuatha, die Jagd auf euch machen, nicht einfach ignorieren. Wir müssen etwas gegen sie unternehmen. Hallo umlegen. Problem gelöst. Sie sagte, sie wären durch Didenhil gekommen, richtig? Sie gehören nicht in diese Landstriche, also haben sie vermutlich eine Spur, so breit wie der Hintern eines Ettin hinterlassen. Wir treffen uns dort und machen uns auf die Jagd nach ihnen. Vielleicht finden wir ja heraus, warum sie hinter euch her sind, oder zumindest, wie sie euch so leicht aufspüren können. Ich muss noch einige letzte Riten durchführen, bevor ich diesen Ort verlasse. Viel Glück, Kleine.
Naja, wenigstens gibt es Stufenaufstieg. Das hat sich ja mal gelohnt. Bestechungsgelder für Verbrechen? Das sind wir doch gar nicht. Ja, dann BGE schon Verbrechen, ne? Fallen entschärfen klingt natürlich klasse. Ah, drei, ich denke mit drei Reagenzien, das will ich haben. So, Finesse. Ach Quatsch, erstmal Zauberkraft. Na. Achso, mehr als 5 kann ich. Naja, dann hier noch hin. Und bei den ganzen Krempel. Chakram ist natürlich immer cool. Aber hier noch hin rein. Ach, noch hin. So. Und im nächsten Mal können wir schon was Cooles lernen. Heilende Vogel, das klingt gut. Fargorter. Zauberkraft und Raffinesse. Dies klingt noch etwas für mich. So. Waffen, primär. Nein. Plunder. Coole Waffe. Die zwar auch, aber Plunder. 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 Meine Güte, 74. Dim, Verbrennungsschaden interessiert mich jetzt nicht unbedingt so sehr. Dann noch das hier, blablabla, war da irgendwas Wichtiges? Nein. Gegenstände sowieso nicht. Dann, achso, Quest, müssen wir mal schauen. Ich könnte mal die ganzen Quests ausblenden. Danke. Jagd auf die Jäger oder? Die Tuata aufzuspielen. Ach komm, machen wir erstmal Jagd auf Tuata in der nächsten Folge, oder? Naja, erstmal jagen. So. Das heißt, wir müssen hier irgendwie raus. Das hier. Und den ganzen Quatsch machen wir in der nächsten Folge, weil. Gibt ja auch noch genug anderes zu tun. Ich sag tschüss und es wird wohl noch eine neue Folge geben. Irgendwann. Vielleicht diese Woche. Schön zu wissen. Bis dann. Xane.